So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal sind wir hier an der Winterfeste angekommen. Nein, bei der Akademie von Winterfeste. Ja, beinahe. Und ich habe schon wieder eine viel zu lange Pause zwischen den Aufnahmen gehabt, deswegen bin ich mal wieder ein bisschen raus, aber wir wollten auf jeden Fall hier reingehen und unsere Magie trainieren irgendwie. Wenn es denn... Was seid ihr denn? Wenn das denn so einfach möglich ist. Kann man da reinfallen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Wo muss ich jetzt noch gleich hin? Ich hab's irgendwie vergessen. Und vor allem, was ist das hier? Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Muss ich mit der da reden? Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja, gern. Was habe ich hier? Stiefel, Novizenrobe, Zerstörung und das dritte habe ich nicht mehr lesen können. Ich will mich gern umsehen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Okay. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsland. Moment. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Okay. Dankeschön, aber ich wollte mich kurz umziehen. So, was habe ich jetzt bekommen? Die waren es nicht. Wieso ist die Elfenrüstung? Achso, ich habe hier eine Mittenkapuze. Steigert Magiker um 30. Ich habe aber gerade das Diadem der Gelehrten. Das ist doch viel besser. Glaube ich. Rüstung 8. Rüstung 0. Joa. Novizenrobe der Zerstörung. Ich habe gerade die Vampirrüstung der geringen Zerstörung. Zerstörungskörper kosten 12% weniger Magiker, regenerieren sie 50% schneller. Lesen kann ich auch nicht mehr. Das ist genau das gleiche. Na gut. Nehmen wir mal dieses hier. Und Stiefel, Lederstiefel, fein, habe ich an. Es ist mit den... Wow. Nee, danke, ich bleibe bei meinen Lederstiefeln. Das Arkaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ja, stimmt. Die ist mir irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, die hat eine nette Stimme. Ich habe jetzt bei der nicht den Eindruck, dass die mich gleich hintergeht oder zu irgendwelchen Morden auffordert. Gut, sie geht vielleicht ein bisschen langsam. Und wieso zum Teufel schneidet sie durch die Mauer durch? Das tut Schnee für gewöhnlich nicht. Habe ich gehört. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay. Ich werde keinen Ton sagen. Denn dafür bin ich bekannt. In allen Videos. Ich sage nie was. Ich bin immer viel zu still. Jetzt zeige ich euch eure Unterricht. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen.
Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Schickes Dort Zimmer. Finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Im Moment, das ist meins? Nett. Ich schaue es mir nachher nochmal genauer an. Wo gehen wir jetzt hin? Zur Halle der Elemente? Und was machen immer diese blauen Dinger hier überall? Auf, raus mit dir. Ja, was jetzt? Soll ich vorgehen? Oh, offensichtlich sollte. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Offensichtlich sollte ich vorgehen. Und sie unterbricht mich ganz gern mal. Mal gucken, ob das so bleibt. Illuminati. Was? Tolfdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Stunden. Wow. Was? Die neuen Stu... Toll. Okay, dann halt nicht. Gehen wir zu Tolfdir. Halle der Elemente. Schneid's da auch rein? Ne, da schneid's natürlich nicht rein. Gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ihr wollt euch lieber ganz heraushalten? Ich bewundere eure Zurückhaltung. Aber manchmal muss man auch Entscheidungen treffen, ohne alle Fakten zu kennen. Verlasst euch auf euren Instinkt. Das ist doch für uns alle recht neu, nicht wahr? Versuchen wir es doch wenigstens einmal. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, das ist um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Das ist ziemlich gut, wollte ich sagen. Ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nie wirklich. Aber ich habe einen Schutzzauber? Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Moment. Halt, stopp. Alle. Oder... gehört das zur Illusion? Veränderung? Eichenhaut? Ach. Das war's vermutlich. Mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ist das der hier? Das ist nicht der.
Illusion? Zerstörung? Nachts. Beschwörung vielleicht. Schutz. Ist es das? Schutzgeist beschwören? Eigentlich nicht, oder? Ich versuch's mal. Nein, das war's auch nicht. Wiederherstellung. Beständiger Schutz. Oder leichter Schutz? Das ist so ziemlich das gleiche. Stufe Novize, Stufe Lehrling. Wie viel Magiker habe ich gerade? Na gut, versuchen wir es mal mit dem leichten Schutz. Moment, ich soll vielleicht noch kurz warten, bis meine Magiker wieder aufgeladen sind. Na gut, jetzt reicht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrechthalten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Ich hab was. Hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Bin ich doch. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ja, Moment. Jetzt lass mich noch mal kurz aufladen. Das dauert ein bisschen. Ich bin da ein bisschen. Ein Anfänger. Haltet still. Beeil dich bitte. Ja, toll. Das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen... Mist. Jetzt habe ich es schon wieder abgebrochen. Unter Saartal. Trifft Holdir vor Saartal. Karte aktualisiert. Was habe ich denn jetzt auf der Karte? Ich hätte gern die Weltkarte. Winterfeste? Saartal, da. Okay, da muss ich also hin. Ist vielleicht gar keine so doofe Idee, den Schutzzauber hier zu den Favoriten hinzuzufügen. Nein, Funken, Quatsch, ich wollte... Hier, Flammen wollte ich erstmal wieder. Okay, gut. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einen alten Mann... Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Okay. Bleibt der alte Mann jetzt vor der Tür stehen? Alter Mann? Nein. Offensichtlich nicht. Er scheint nicht so ganz zu wissen, wie... Ah! Wie Dingens funktionieren. Türen. Ich glaube, meine Eltern haben mich schon am Tag meiner Geburt hier an der Akademie angemeldet. Aha. Ich glaube, du bist ein bisschen überheblich. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ach komm, ich gehe jetzt allein hin. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, ja, genau. So, Moment, was wollte ich jetzt? Schreie. Ich wollte gucken, welche Schreie ich ausgerüstet habe. Oder aktiv habe. Ach, sehr schön. Stört das dir da hinten? Nein? Gut. Also, ich kann meine Ausdauer mal wieder nicht mehr regenerieren jetzt. Naja, das Leben als Vampir ist hart. Ich würde das gerne wieder loswerden irgendwie, aber... Es will mich nicht loslassen. Das ist ein Huhn. Hat jemand Lust auf Chicken Wings? Nein, okay. Was kommt denn hier so? Was ist das denn? Ein Fetzen, der im Wind weht. Ich bin mal gespannt, ob der alte Mann mich jetzt überholt. Und ob hier...
ob ich hier gleich wieder von Zeug angefallen werde, was ich eigentlich lieber nicht sehen will. Keine Ahnung. Eisgeister oder sowas. Billige Wölfe. Ja, komm, hör auf. Gut, danke. Ups, nein, weg da. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Okay, da lang. Da ist der nächste Wolf. Nein, das ist nur ein Hund. Ja, ist ja gut. Streunender Hund. Du solltest wieder nach Hause gehen, Hund. Oh, hat kein Zuhause. Dein Haustier macht sich auf den Weg nach Hause? Ist jetzt mein Haustier? Ist ja gut. Irgendwie süß. Blöd nur, dass ich jetzt keine Ausdauer mehr habe. Ah, das sieht nach Ausgrabungen aus. So, ich muss da runter. Na ja, da unten. Ups. Ich habe mich nur beinahe in den Tod gestürzt. Kein Problem, das passiert ab und zu mal. Ah ja, der alte Mann ist noch nicht hier. Wieso habe ich damit gerechnet? Muss ich jetzt warten, bis der hier auftaucht? Moment, was soll genau die Questbeschreibung? Nein, das will ich nicht. Trifft Tolftier vor Sartal. Na toll. Und dann gucke ich mich halt noch ein bisschen um, bis der hier ist. Wackelt der jetzt echt in der Geschwindigkeit hierher? Das dauert ja noch 2 Wochen. Hm. Achso, ich könnte doch mal eine Stunde warten oder sowas. Noch Salz nehme ich mal mit. Ich habe ja mittlerweile wieder Platz. Das ist der Hammer. Zaubertrank der geringen Magika nehme ich auch mit. Schön, erstmal die Begräbnisurnen hier plündern. Oh. Der ist wertvoll, der Rubin. Was ist hier in der Truhe? Gold. Zaubertrankgrün, Ausdauer und Deckgering, Magika. Au. Nein, ich habe gerade nicht in meinen Fuß gegen den Subwoofer am Schreibtisch gehauen. Das würde mir niemals passieren. Vor allem nicht 5-mal die Woche oder so. Gott sei Dank treffe ich das Ding hier an wichtigen Stellen. Na, komm schon. Sag mal, willst du mich verarschen? Kommt mit einem Schrei durchs halbe Universum. Aber kann keinen 50 cm hohen Zaun überspringen. Wobei, das sind wahrscheinlich nicht mal 50 cm. Ist denn hier noch was Besonderes? Nein. Ein Fass mit Tomaten. Ich warte doch mal eine Stunde hier. Okay. Jetzt hat das Spiel automatisch gespeichert. Aha. Automatisch gespeichert. Da ist er ja. So. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Was? Was habt ihr zu verkaufen? Könnt ihr mich in Veränderungsmagie unterrichten? Wonach suchen wir? Ich bin noch nicht bereit, hineinzugehen. Wonach suchen wir denn? Nach allem. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Das klingt tatsächlich... Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Das klingt tatsächlich interessant, wollte ich gerade sagen. Na gut, ich bin bereit, gehen wir. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Okay. Folge toll, dir. Ja.
Tolfti hat mal wieder keinen Bock. Ah, jetzt, okay. Was ist das nun mit dem alten Mann? Er hat's nicht so mit Türen. Sie aber scheinbar auch nicht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen beim nächsten Mal da rein und folgen den beiden in die Ausgrabungsstätte. Und sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis dahin. Tschüss.